Ich spiele den Captain Schröder. Kapitän auf MS St. Louis. Ein Schiff der Hapag-Linie. In der ersten Woche hatten wir ja nicht so gutes Wetter. Es hat geregnet teilweise und es war sehr windig. Und die Komparsen, tolle Komparsen, die mussten sehr leiden, weil sie in ihren dünnen Fähnchen da immer im Wind standen und teilweise auch im Regen. Und ich hatte mein Wollzeug an, so, dazu noch eine Jacke. Kam nichts durch, habe mich gut gefühlt. Das war eine sogenannte Sonderfahrt. Es gab Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge, die es geschafft haben, in Hamburg sich Visa für Kuba zu besorgen. Dafür mussten sie Geld bezahlen. Und der kubanische Akkreditierte vor Ort, der hat dieses Geld in die eigene Tasche gesteckt. Und dadurch hat es später dann in Kuba Schwierigkeiten gegeben, weil der Präsident fühlte sich geleimt, war an diesem Deal nicht beteiligt und hat daraufhin die Einreise für diese 900 Flüchtlinge, als das Schiff dann in Kuba war, verweigert. Und dann fingen sehr zähe Verhandlungen an mit Hilfsorganisationen, mit amtlichen Stellen, wie es gelingen könnte, diese Flüchtlinge denen irgendwie zu ermöglichen, nicht zurück nach Deutschland kommen zu müssen. Denn die Hapag hat dann den Befehl gegeben, dieses Boot soll zurück nach Deutschland. Und es hat sich herausgestellt, dass es wohl ein abgekartetes Spiel war. Das Ganze nur ein Propagandakuh war von Goebbels. Der wollte einerseits zeigen, seht ihr, die ganze Welt will die Juden nicht. Natürlich hat diesen Menschen dann in Deutschland weiterhin die Vernichtung gedroht. Viele von denen waren schon im KZ gewesen. Man kann sich kaum vorstellen, was es für Szenen an Bord gegeben hat, als klar war in Havanna, dass dort nicht gelandet werden kann. Naja, dieses Dokudrama versucht eben dem ein bisschen nachzuspüren, da ein bisschen ranzukommen. Es geht natürlich auch darum, dass so ein Kapitän dann sich der Weisung widersetzt hat, nach Deutschland zurückzukehren. Also ihm war klar, was auf die Leute zukommen wird. Und er hat versucht, so lange wie möglich diese Fahrt hinauszuzögern und hat immer darauf gehofft, dass es eine Verhandlungslösung irgendwo gibt, dass irgendwelche Staaten sich bereit erklären, diese Flüchtlinge dann aufzunehmen.